Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Temesia. Jetzt mache ich die Nebenquest und ich habe mir gedacht, die erste Nebenquest, die ich mache, ist: Finde das Untergrundlabor. Und was mir direkt auffällt, wir starten nicht am Startpunkt, sondern direkt hier bei diesem Giftzeug. Und hier sind auch ein paar Nebengänge, die ich nicht mir angeguckt habe. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es hier irgendwo ist. Tatsächlich. Kannst dir gar nicht vorstellen. Ich glaube schon. Ah, das war da nichts für mich. Was ich aber cool fand, ist, dass du da krass viel Multiplayer machen kannst. Das fand ich ganz cool. So, wir werden jetzt hier mal alle Wege ablatschen. Ich glaube, von da kommt man. Oder bin ich von hier gekommen? Nee. Sonst wäre da nichts grün, oder? Oder? Doch, hier war ich. Hier war ich. Genau, von hier bin ich gekommen damals. Ja. Und hier wäre auch noch Schlüssel zum Untergrundlabor benötigt. Ah, hier ist das Untergrundlabor. Okay, und wo kriege ich jetzt? Also, okay, ich muss den Schlüssel finden. Ich würde mal behaupten, der ist irgendwo hier in dieser Blutlache irgendwo. Ich würde wetten, der ist irgendwo hier. Da oben ist ein Item. Nein, das war es nicht. Hier geht's nur runter wieder. Oh, guck mal, das ist ein Aufzug. Schlüssel zum Bibliotheksaufzug benötigt. Okay, zwei Schlüssel, die man schon finden kann. Und von hier bin ich eben gekommen. Ich guck nochmal, da war noch ein kleines Stückchen, wo ich nicht war. Okay, Aufzug gibt es hier und Untergrundlabor. Zwei Schlüssel, die ich nicht gefunden habe. Krass, obwohl ich überall war eigentlich. Ich bin nicht hier lang gegangen. Alter, wieso sind hier so viele Gegner? Wechsel doch den Gegner, hä? Weißt du, die Gegner machen hier nie was. Und dann, wenn es knapp. Ja, Mann, als ob, die greifen nie an. Ach.
Also ein schlechteres Timing kann man gar nicht haben. Na klar. Ach, fick, ne. Eins. Ach, da macht er nur einen. Ja, zwei. Ey, was? Ich hab doch verteidigt wie ein Weltmeister. Ach, Ficken, ey. Guck mal, wie wenig der hat. Ey, der hat mir 6 Tränke weggenommen. Schlüssel zum Gewächshaus, Obergeschoss oder so stand da. Der hatte den Schlüssel. Okay, gut. Gucken wir mal. Gewächshaus. Also nicht Aufzug. Nee, das ist unteren Labor. Wie komme ich denn ins Gewächshaus? Ach, Alter! Das macht mich richtig sauer, das Spiel. Wie komme ich denn ins Gewächshaus? Ich habe nichts von Gewächshaus gesehen. Da? Ist das das Gewächshaus? Ich kann mir vorstellen, dass das Gewächshaus ist. Da gibt es dann das zum Bibliothek und dann gibt es dann das. Zum Untergrundlabor. Hier irgendwie zum Gewächshaus zu bringen. Hab ich doch! Verschwindet der, weil ich gestorben bin, dann bin ich ultrasauer. Verschwindet der, wenn man stirbt? Boah, dann bin ich ultrasauer. Ich gehe nochmal diesen scheiß Geist killen, aber ich hab den doch. Ah nee, Schlüssel zum Gewächshaus Obergeschoss. Schlüssel zum Gewächshaus Obergeschoss. Bin verwirrt. Wo soll ich denn die ganzen Schlüssel herbekommen?
Ja gut, wenn er mich da vorne hat starten lassen, dann werde ich wahrscheinlich auch hier lang irgendwo die Schlüssel finden. Ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss hier hinten irgendwo sein. Da war bestimmt noch irgendwo eine Tür. Rein vom logischen Denken. Du gehst ein bisschen was vor, kriegst einen Schlüssel und musst dann ganz weit zurück und einsetzen. Dann kriegst du einen neuen Schlüssel. Ich finde es ein bisschen doof, dass die da vier Schlüssel jetzt draus gemacht haben. Ah, gut. Zum Gewächshaus, Obergeschoss hier. Ah, hier. Okay, wunderbar. Gut, gut. Du hast bestimmt den nächsten Schlüssel, ne? Ficken. Mann, ich drück L1 wie ein Bekloppter, ne? Nee, kann nichts bekommen. Er hat mir keinen Schlüssel gegeben. Da kommt er dann bestimmt im Untergrund auch nochmal am Boss, ne? Moin, Donny. Wie geht's? Wie steht's? Da ist auch safe Schlüssel. Schlüssel zum Gewächshaus und Bibliotheksdingsbums. Ah, hier ist der Aufzug auch, damit man zurückkommt. Zack, und jetzt komme ich auch ins Gewächshaus. Nicht wahr? Warte mal, nein, in den Untergrund. In den Untergrund komme ich jetzt. In den Underground, hier. Nein, scheiße. Da muss ich den Aufzug da vorne nehmen, ne? Dann level ich erstmal und dann gehen wir zum Aufzug. Safe Vitalität. Ich kann keine Talente mehr freischalten. Ich glaube, ich habe das maximale talentmäßig erhalten. Was ist das hier? Oh, der hat ein neues. Den nehme ich. Der ist nämlich cool. Okay, dann ab zum Aufzug hier, ne? Da vorne war der. Ich würde einfach durchrennen, also. Wollen die machen? Ich glaube, ich weiß, wo der war. Nein, der war hier. Oder auch nicht. Ah, da ist er. Zack! Als ob der mich trifft! Lächerlich. Na, komm ran. Du kriegst jetzt den hier. Die ist geil, die Attacke. Bam! Könnte auch gerne noch mal ein bisschen stärker werden. Dich kill ich auch, weil ich wahrscheinlich muss ich.
Als ob ich nicht verteidigt habe. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, ey. Kannst du bitte das Ziel wechseln? Danke. Tatja ist immer am Start. Tatja ist immer bei mir. Wenn ich live bin, ist Tatja da. Tatja ist auch mein Lieblingsmod. Tatja muss immer da sein. Ohne Tatja läuft hier nichts. Ohne die Mutti. Das weiß Tatja auch. Ohne Tatja wird das Stream nichts. Das ist halt einfach so. Bam! Schlüssel zum Untergrundlabor. Let's go! Ja, das ist ein typisches Labyrinth, nein, muss erstmal einen Schlüssel holen, um da dann hinzukommen, Schlüssel zu holen, um da dann wieder hinzukommen, also. Naja. Wo sind wir denn hier? Zähle hier runter. Ist ja gar nichts. Was soll das denn? Okay. Geht zurück und dann ab ins Untergrundlabor, wo bestimmt ein Boss auf uns wartet. Donny, du machst ja auch so Fitness und so, ne? Ich baue mir ja gerade ein eigenes Fitnessstudio hier in meinen Streaming-Raum ein. Das heißt, dass die Hälfte Streaming-Raum ist und die andere Hälfte Fitnessbereich. Und da habe ich mir schön... Bin ich blöd? Hier kommt man nicht durch. Da habe ich mir schön Matten geholt für unten drunter, damit der Boden nicht kaputt geht. Das habe ich. Ich habe es irgendwie so komplett falsch einkalkuliert. Also es ist gerade ein Drittel nur bedeckt vom Boden, von wovon ich eigentlich. Ich wollte eigentlich den ganzen Boden bedecken. Und da ist bisher nur ein Drittel verdeckt. Hey, bin ich blöd? Also man muss doch hier weiterkommen. Wie komme ich hier wieder weg? Kann ich hier irgendwo runterspringen? Ach, hier ist eine Leiter, lul. Ja, das war ganz clever von mir, wie ich finde. Ich weiß auch nicht, wie ich da gerechnet habe, aber hat mir einfach die Hälfte gefehlt. Nee, nicht wegen den schweren Geräten, sondern wegen den Hanteln. Ich hole mir keine schweren Geräte. Ich hole mir ein Fahrrad. Ich habe eine Hantelbank, die du gut verstellen kannst ins Negative und Positive. Das ist wichtig. Hanteln, aber vernünftige Hanteln. Hexagon-Hanteln, 10 Kilo, 15 Kilo und 20 Kilo und dann, sobald ich wieder ein bisschen fit bin, hole ich auch 30er für Bankdrücken. Und das war's eigentlich, mehr brauche ich eigentlich nicht. Nochmal leveln, ja! Was? Wieso nicht? Wird doch angezeigt, frech.
Oh, Tränke kann ich machen. Du kannst kein Armtraining machen, wieso? Ab ins Untergrundlabor. Was gibt's hier? Das alles? Ach, das war's. Okay, gut. Nebenmission abgehakt. Oh, Skoppel. Und wie ist es? Macht dir die Klassenfahrt Spaß? Empfiehl mich mein. Mach mich auf dem großen Bildschirm an. Alle sollen folgen. Stellst du welche nach? In Düsseldorf gibt es einen geilen Shop, der heißt Tietje Sport und der hat Hanteln. So, geil. Ach, guck mal, Untergrundlabor. Bezwinge Höllenklang. Das heißt, hier gibt es jetzt auch noch einen Boss. Der macht man natürlich auch noch. Okay, Game ist doch noch was größer. Geht, haben gerade Einzelarbeit. Okay, ich bin so durch. Doch, muss man. Ah, ey, sorry, da ich mich an sowas nicht erinnere. Hier sind so viele Leute immer, die so viel erzählen. Aber, ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Platz, okay, ja. 24 Stunden wach, krass. Ja, dann gute Besserung, Donny, dass du bald wieder durchstarten kannst. So. Ist ein bisschen doof, da ich 6000 habe. Wieso macht der das immer? Und nicht leveln. Obwohl, warte, vielleicht habe ich genug von den Erinnerungsdingern. Reichen 20? Bestimmt reicht das nicht. 10.000 reicht safe nicht. Aber ich glaube, ich würde erstmal ein Level machen. Doch, es reicht! Ganz knapp, perfekt. Ja, Talente kann ich anscheinend nicht mehr freischalten. Ich habe alle Talente, die es gibt, freigeschaltet. Okay, es ist nicht direkt ein Boss. Es ist auch noch so ein bisschen erstmal kämpfen, anscheinend. Oh nö. Och nö. Nicht während da oben einer angreift. Ich kann da nicht weg! Das ist ja eine ekelhafte Stelle. Du blöder Sack, wenn ich dich in die Finger kriege, ich sag es dir. Wenn ich dich krieg, geht's hier hoch, bitte sag mir, es geht hier hoch und ich kann ihn weghauen. Ja, es geht hier hoch. Du blöder Penner. Ach man, die greifen die an, geht weg. Hast jetzt 0 Punkte? Krass. Muss wieder ein bisschen sammeln.
Item, 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 Item. Perfekto. Weiter geht's. Okay, erst links. Ist der selbe Weg? Komm her. Ich gehe erst noch mal den anderen Weg, weil irgendwie... Da oben ist nämlich ein Item. Ich glaube, das kriege ich dann. Ich kann übrigens schon mal sagen, Leute, morgen gibt es keinen Stream. Ich baue hier morgen das Studio auf und bin morgen streichen. Sonst ist da nichts mehr, ne? Nur alle eingesammelt. Okay, gut, weiter. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh ja, die gefallen mir sehr gut aus meiner Lieblingsattacke. Mittwoch gespannt. Ja, Mittwoch gibt's dann PSO 2. Mittwoch gibt's dann PSO 2. Auf der PlayStation. Dann kann auch jeder mitmachen, weil das umsonst ist. Und ich habe Mittwoch Urlaub, Tatja. Das heißt, ich muss auch früh da sein. Ich mache mal kurz Fenster zu. Muss auch früh da sein, weil ich werde auch fast früher streamen am Mittwoch. Und dann können wir eigentlich ab Donnerstag schon mit den Fitnessstreams anfangen, wenn ihr Bock habt. Könnten wir schon Fitnessstreams machen. Meinst du, das kommt gut, Tatja? Ja, Skoppel, schönen Tag wünsche ich dir noch. Du bist gespannt. Ich auch. Ich habe halt gemerkt, dass das mit den Liegestützen immer übertrieben gut ankam. Und dachte mir, wenn ich mir schon so ein Heimstudio einbaue, dann auch so, dass man das im Stream machen kann. Ich glaube auch, dass das ganz cool werden kann. Aber mal schauen, wie es angenommen wird, ne?
Wollen dich halt alle quälen, ja. Bist ab Donnerstag nicht da? Wie lange bist du denn nicht da, Nobu? Und wo bist du? Wenn man fragen darf. Oha, wo kommt der denn her? Kriegt man jetzt von dem irgendeine geile Seite? Diese. Der hat ja so ein Ding geschossen. Nee. Doch, Peitsche! Peitsche gibt's. Mann. Bis Dienstag in Sachsen? Oh, cool. Machst du da irgendwas Bestimmtes, irgendwas Besonderes, irgendwas Spannendes oder hast du da Familie oder was gibt's da? Lab? Was denn Lab? Mann, hier ist es ganz schön blutig. Also ich würde mal behaupten, da vorne kommt der Boss. Gerne Bilder, Videos sehen. Hä, was ist denn? Was ist denn Lab? Max Level. Diese Scheiße. Schild. Nein! Schade. Ich versuche andere gerüstete Menschen mit Schaumstoffwaffen zu prügeln, während ich. Stimmt! Live-Action-Roleplay. Right? Cool. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ein Wurm? Ein Wurm mit Zacken. Und einem Auge. Gegnerdesign, habe ich ja schon öfters gesagt, gefällt mir. Okay, da komme ich nicht hin. Greife ich jetzt an? Nee. Ich muss wieder irgendwas machen. Ich kann ja nicht angreifen.
Vielleicht hat er verschiedene Stellen. Vielleicht nur am Auge. Vielleicht nur am Auge. Ja, vielleicht nur am Auge. Oder so. Oh, diese roten Stellen. Bleibt mal hier drin. Versteckt. Ah, okay. Das sind ja so rote Trümmer. Stimmt hier bei dem roten. Ja, sag ich doch. Wo soll ich denn hin? Okay, in Bewegung bleiben auf jeden Fall, wenn diese roten Dinger kommen. Komme ich jetzt da vorne nochmal dran? Ja, komme ich. Komm, schnell. Ja. Einen habe ich, oder? Ja, einen habe ich. Andere Seite. Oh nein! Ich glaube, der kommt nochmal, oder? Ah ne, jetzt geht das ja so. Ran. Das hat ja nur gut was abgezogen, ne? Ein Drittel ungefähr. Ja, das war schon. Da war noch einer drunter, den habe ich direkt auch mitgemacht. Geilo. Okay. Ich glaube, ich muss auf die andere. Scheiße, da komme ich doch nicht hin. Ah, da ist er wieder. Hier ist wieder rot. Kann man den machen? Ich hab's gleich. Hab dich gleich, Wurmi. Wir haben dich gleich, Wurmi. Haben dich gleich. Höllenklang heißt er. Das kleine Würmchen. Ha! Es geht weiter. Oh Gott, es wird immer schwieriger. Ich will immer mehr rote Stellen. Oha! Hä, wo ist er? Wo ist er denn? Oh. Hä, jetzt hier? Ah, okay. Höllenklang. Schwarzblutschild. Bestimmt kann man die Bosse auch richtig krass farmen. Okay, ja, gut, super. Das war's. Das ist nicht geschehen? Nein, das war alles. Wäre ja verrückt, wenn die rot leuchtende Stelle der Schwachpunkt wäre, ja. Danke für den Lör, Kasala. Junge. Geil aber. Es gibt doch noch mehr Content, Leute. Es gibt doch noch mehr Content. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es echt alles ist an Content. Aber das ist gut. Ich würde sagen, das war's für die Folge, Leute. Bisschen kürzer, weil wir werden bestimmt den nächsten Boss nicht auch noch schaffen in der Folge. Und den Like-Button ein bisschen smashen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.